Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, ich bin Pater Yves, ich komme aus Burundi. In meiner Heimat, genauer gesagt in Bujumbura, der Hauptstadt des Landes, haben wir ein Schönstatt-Heiligtum, das ein großes Zentrum der Marienwallfahrt im Land ist. Wenn wir dorthin pilgern, haben wir, bevor wir das Heiligtum betreten, einen marianischen Weg, einen Weg, der in einer etwas enkulturierten Weise das Leben Mariens beschreibt. So befindet sich auf einer der Marienstationen dieses Bild vom heiligen Josef mit der Jungfrau Maria und dem Jesuskind auf der Flucht nach Ägypten. Dieses Bild hat immer meine Aufmerksamkeit erregt, denn als ich 7 Jahre alt war, brach in meinem Land der Krieg aus und wir flohen weit weg in die Berge, ohne etwas zu essen mitnehmen zu können. Und in den Bergen klopften wir an die Tür von Haus zu Haus, um eine Familie zu finden, die uns aufnehmen konnte. Oftmals fanden wir keine Unterkunft, weil die Familien oft ein sehr kleines Haus mit vielen Kindern hatten. Wir übernachteten unter dem Sternenhimmel, manchmal im Regen und zwischen giftigen Schlangen. Während dieser Kriegszeiten hat mich etwas sehr beeindruckt. Normalerweise sind in unserer Kultur, besonders auf dem Dorf, die Väter die Anführer. Oft tun sie sehr wenig in der Familie. Sie befehlen nur und die Mutter muss alles alleine machen. Aber während des Krieges bekehrten sich viele Väter. Wenn wir zum Beispiel in den Bergen Hunger hatten, waren sie diejenigen, die nachts nach Hause gingen, um Essen für die Kinder zu suchen. Viele von ihnen kamen nicht zurück, weil sie auf dem Weg getötet wurden. So sind im Krieg viele der Väter in ihrer Verantwortung und ihrer Liebe gewachsen. Und dank ihres Gehorsams gegenüber diesem Ruf Gottes konnte sich in vielen Familien etwas verwandeln. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, der Gehorsam des heiligen Josef gegenüber Gott in den verschiedenen schwierigen Umständen war für ihn auch eine Gelegenheit, in der Liebe, in der Hingabe, in der Kraft und in der Demut zu wachsen. In allen schwierigen Situationen betete der heilige Josef und vertraute seine Ängste, Zweifel und Befürchtungen Gott an, damit der Herr ihn erleuchten und ihm seinen Willen zeigen konnte. Er schlief ein, immer auf der Suche nach Gottes Willen. Er schlief mit aufmerksamen Ohren seines Herzens ein, um zu verstehen, was Gott von ihm wollte. Und sobald er Gottes Willen erkannte, erfüllte er den Wunsch,
Gottes ohne zu zögern. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, in dem Wort gehorchen steckt auch das Verb horchen, was so viel bedeutet wie aufmerksam zu hören. Es geht darum, mit etwas mehr Mühe zuzuhören, um die Botschaft zu erfassen. Der heilige Josef hat sich sehr bemüht, den Willen Gottes zu entdecken. Er ist für uns ein Vorbild im Zuhören und Gehorchen. Denn manchmal offenbart sich uns Gottes Wille nicht immer klar und eindeutig. Dennoch sind wir aufgefordert, zu horchen, was Gott uns sagen will. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, möge diese Fastenzeit uns helfen, in unserem Hören und in unserem Ja zu Gott zu wachsen, der durch sein Wort, durch schöne oder schwere Ereignisse oder Begegnungen zu uns spricht. Sagen wir, wie Maria und Josef: Hier bin ich, Herr. Mir geschehe nach deinem heiligen Willen. Ich wünsche Ihnen den Segen Gottes und die Begleitung des heiligen Josef.